bremischen Überseehafengebiet beginnt 1934 eine Fahrt auf der sogenannten Pulverstraße, einer alten Poststraße von Bremerhaven nach Bremen, der heutigen B6. Links der unbefestigte Sommerweg für die noch zahlreichen Pferdefuhrwerke. Erst seit 8 Jahren ist die Straße mit einer Betondecke befestigt. Unsere Mercedes-Fahrer fahren vor 70 Jahren äußerst rüpelhaft, denn in diesem frühen Verkehrserziehungsfilm sollen sie ein schlechtes Beispiel abgeben. Bei Scharmbeck passiert die B6 die 1862 gebaute Trasse der Geestebahn von Bremen nach Geestemünde. Hier heißt es für unsere wetterbeständigen Cabrio-Fahrer zwangsläufig Vorfahrt gewähren. Wir nähern uns der Lesumbrücke bei Burgdamm. Wie wir bald sehen, in Bremen pflegt man einen kultivierten Fahrstil.